Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück beim Duell. Wir haben sehr, sehr viele aktuelle Themen noch zu besprechen. Zum Beispiel, wie unmoralisch ist es zu erben? Marc Mateschitz hat hier geerbt vor relativ kurzer Zeit, ist damit so ganz nebenbei zum reichsten Österreicher geworden. Sein Vater hat fraglos unfassbar viel erreicht, aber jetzt ist es eben auf seinen Sohn, auf den Marc übergegangen. Julia Herr und Andreas Babler, beide von der SPÖ, fordern in diesem Zusammenhang quasi sofort staccato-mäßig eine Erbschaftssteuer, die hier fällig werden sollte. Und, sehr interessant, Hans-Peter Doskozilt sagt, diese Angriffe sind eigentlich überflüssig. Man müsse Mateschitz vielmehr den obersten Orden der Republik verleihen. Also wieder ein bisschen ein SPÖ-interner Grabenkampf. Wie moralisch oder unmoralisch ist es zu erben? Ist es gut, wenn man so viel erbt? Also natürlich ist es für die betreffende Person super und gut, ja. Aber dass sozusagen Erben vollkommen steuerfrei passiert, das ist, glaube ich, das Thema. Also ich verweigere mich auch jetzt einer Diskussion, die Menschen hier zu kritisieren. Das ist mir auch höchst unsympathisch und das ist auch nicht in Ordnung, die bei so einer Diskussion mit hineinzunehmen. Aber dass wir darüber diskutieren können, mit einer Erbschafts- und Schenkungssteuer vielleicht die Steuern auf die Arbeit zu reduzieren, wo wir ein großes Defizit haben, also dass bei gewissen Einkommen, also wirklich mehr vom Brutto-Netto übrig bleibt. Also da bin ich absolut dafür. Und das heißt, wirklich Erbschaftssteuer zu verlangen, um damit eine Steuersenkung bei der, auch dem Faktor Arbeit. Ja, also das ist mit Sicherheit eine gescheite Geschichte. Ja, wir leben in einer Zeit, in der marxistische Dogmen so unselige Auferstehung feiern. Ne? Da heißt es ja, Eigentum ist Diebstahl. Ne? Also quasi, jetzt scheint er durch Erben, das ist auch Diebstahl. Ne? Dass das ja versteuerte Vermögen sind, dass das verdiente Geld versteuert wird. Gerade im Fall Mateschitz, haben wir ja schon mehrmals gesagt, auch in Österreich versteuert wird, nicht in irgendwelchen Steueroasen. Das wird da nicht berücksichtigt. Ne? Und das ist wirklich die Frage, wo das moralische Recht dazu da ist. Ne? Wenn einer sein Eigentum, sein rechtmäßig erworbenes, versteuertes Eigentum an seine Kinder weitergibt. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wo beginnt das? Ne? Das ist ja alles so unscharf mit der Million und mit 30 Jahren rückwirkenden Lebensarbeitszeit hin und her. Ne? Aber insgesamt ist richtig, ne? Wie sagt Schiller, glaube ich, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das heißt, du, was dafür leiste, was ne? Mit dem, was du ererbt hast. Das betrifft auch den jungen Herrn Mateschitz, der erst einmal sagen muss, ne? Ob er so wie sein Vater Gutes tun kann mit dem Geld, ob er was für das Land tut, aber was für die Kultur tut im Lande und. Gut, das haben Sie eh das letzte Mal auch schon gesagt. Ja, hat viel gemacht in der Oberschweiz. Man kann gescheiter, ist oft genug. Keine Frage, natürlich. Sagen. Alles ganz gescheit. Na, bei der Erbschaftssteuer geht es um die Frage, an welcher Höhe. Also ich bin Ihnen, dass das eine der wichtigsten relevanten Fragen ist. Und bei diesen sehr, sehr hohen Erbschaften, ich meine, was ist da wirklich das Problem zu sagen, okay, da wird ein bestimmter Prozentsatz, so wie in vielen anderen Ländern im Übrigen 30, auch. 40%, da geht es schon um eine unglaubliche Summe. Ne? Naja, ich bin keine Anhängerin des Babler-Modells und auch nicht über 30 Jahre rückwirkend. Aber es zahlt ja jeder, wenn mein Sohn ein Haus erbt, mein Haus in Annenheim, dann muss er was? Hat er vielleicht keine Grunderwerbsteuer. Ja, das ist aber nicht so wenig, bitte. Die Grunderwerbsteuer trifft jetzt jeden. Trifft den Markt. Aber jetzt was noch alles, ne? Ja, also, aber bei der Grunderwerbsteuer war ich auch, du hast diskussionsbereit, braucht man die überhaupt? Also, ja, gut, aber wenn du eine Erbschaftssteuer hast. Eine Grunderwerbsteuer wie eine Erbschaftssteuer, ne, oder Vermögenssteuer. Das ist ja alles so unscharf. Jetzt habe ich ein paar Bilder im Haus. Nein, die Grunderwerbsteuer trifft jeden. Eine Frau hat einen Schmuck, wie will man da eine Vermögenssteuer jetzt? Wie soll denn das gehen? Das ist ja alles ihr. Also Vermögensbesteuerung ist kompliziert, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Aber eine Erbschaftssteuer bei großen Erbschaften kann man durchaus diskutieren. Das funktioniert wirklich in vielen Ländern. Und man hat auch wirklich in Österreich ein Thema mit der hohen Belastung auf den Faktor Arbeit. Und den müssen wir irgendwie gegenfinanzieren. Ich bin nicht, also ich mag das nicht, wenn die Leute immer sagen, Steuern runter, Steuern runter. Du musst es in irgendeiner Form gegenfinanzieren. Ja. Auch das natürlich. Ich meine, der Herr Falk ist, glaube ich, ein Name, der in dem Hause nicht zugänglich wurde. Aber der hat einmal plädiert für eine 100%ige Erbschaftssteuer. Ne? Ja. Ist auch möglich. Ne? Gut, das erforscht schon marxistisch. Also, aber da ist immer bei der Enteignung diese Dinge. Bei der Enteignung hatten wir letzte Woche ja auch schon. Interessant, Herbert Kickl hat ähnlich wie Sie vor wenigen Tagen gemeint, ja, es wäre eben sehr, sehr zu unterstützen. Mateschitz ist geblieben, produziert in Österreich, schafft tausende Arbeitsplätze, zahlt Steuern. Das deckt sozusagen dann aber auch die Notwendigkeit ab, Erbschaftssteuer zu verlangen und damit vielleicht die Steuern zu entlasten.
Ja, also das mit der Forderung, dass man Arbeit weniger belastet, ne, das ist sicher richtig. Ne? Ob das damit mit einem unpraktikablen Modell einer Vermögensteuer oder auch einer Erbschaftssteuer, die ist ja deswegen abgeschafft worden, nicht weil man den Reichen irgendwelche Schenkungen machen wollte 2008, sondern weil sie unpraktikabel war und auch zu wenig gebracht hat. Ne? Also ob da wieder die das Rätselslösung da ist. Und ich sehe bei dem Ganzen, schau, der Herr Babler weiß, dass er sein Modell in 100 Jahren nicht umsetzen wird, ne? Und auch nicht in einem Jahr. Ne? Und das ist halt so ein Code, ne, an die eigene Klientel. Ja. Schaut, wir sind dafür, eat the rich, haben wir schon gesagt. Eat the rich. Letzte Woche. Hauen wir denen eine und wir wollen endlich das Geld haben, das wir nicht verdient haben. Ne. Für mich sind das eher so Codes. So. Ja, aber jetzt machen Sie das ein bisschen runter. Also, und das Babler-Modell, da gebe ich Ihnen recht, das ist nicht wirklich durchdacht. Und das vermischt sich Erbschaft und Vermögensbesteuerung. Ja, ja. Aber es gibt durchaus auch ernstzunehmende Wirtschaftsinstitute. Das WIFO hat immer gesagt, dass bei uns der Bereich der Vermögensbesteuerung bzw. vermögensbezogene Steuern unterentwickelt ist und im Gegenzug das Arbeiten extrem belastet ist. Und das fängt bei den Kleinen an und geht bis ganz nach oben. Vielleicht kann man da vernünftige Lösungen finden. Ja, kann ich nicht ausschließen, ich bin kein Ökonom. Ne? Aber die Sache ist halt die, jetzt in einem Hochsteuerland immer nur weiter an der Steuerschraube drehen. Und so. Nein, es muss mit einer Entlastung verbunden ja, sein. Möglich, also die Steuer- und Abgabenquote sollte nicht steigen. Also da bin ich sehr interessant, ja, die SPÖ fordert auf einer Seite, wenn man Andreas Babler jetzt als SPÖ subsumiert, quasi Erbschaftssteuer, ganz anders, Beate Meinl-Reisinger, haut es gerade allen die Sicherungen raus, ihre Reaktion. Also die meint, das geht gar nicht und das wäre eine Neiddebatte, eat the rich, hatten wir letzte Woche auch, hat ganz, ganz viele Kommentare bei Ihnen ausgelöst. Das ist natürlich auch so eine Art Symbol, die Reichen müssen quasi sozusagen bluten. Irgendwie, das ist ja oft zu hören auch. Aber es sehen halt alle sehr unterschiedlich. Naja, aber auch immer strategisch oder wahlkampftaktisch bedingt. Ne? Die NEOS sehen natürlich auch jetzt die Möglichkeit einer Ampel ne, vielleicht und was sie da alles bereit wären zu tun, um doch mitzuregieren, da bin ich gespannt. Ne? Ich weiß nicht, was der Herr Haselsteiner den NEOS erzählen wird, ne? Wenn sie sagen, eine Erbschaftssteuer. Ne? Ach, der war bei diesen Themen aber immer sehr offen, muss man auch sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur deklaratorisch ist oder ernst gemeint. Gell? Nein, es hat sich aber auch Österreich in den letzten 30 Jahren ja wirklich verändert. Also die Schere zwischen sozusagen Vermögenden und weniger Vermögenden ist auseinandergegangen. Wir haben in Österreich schon ein gutes Prozentsatz, also die relativ viel vom Vermögen in Österreich besitzen. Also das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die man nicht leugnen kann. Und das irgendwie sicher mal ein bisschen emotionsbefreiter anzuschauen. Also ich mag das Eat the Rich auch nicht, diese ganze Neiddebatte. Ja. Und die sollen auf Urlaub fahren und die sollen auch draußen bleiben aus einer politischen Diskussion. Feiert jetzt fröhliche Urstand. Das ist halt der Wahlkampf. Ich sage ja nicht, dass es vielleicht gar nicht so ernst gemeint ist, ne? Weil man weiß, es kommt eh nicht. Ne? Aber das sind so die Signale, die jeder an seine Klientel ausschickt. Ist aber trotzdem schade, weil man irgendwie über keine vernünftigen, also klugen Modelle auch diskutieren kann. Ja. Gut, es hat sehr, sehr viele Reaktionen hervorgeführt und weiter bitte hin so intensiv posten auf krone.at über das, was hier im Duell so passiert. Wir versuchen ja ganz aktuelle Tagesthemen auf eine andere Art und Weise aufzubereiten. Lehrerprobleme hatten wir eben schon, Florian Deichtmeister ein anderes Thema und eben auch das Erben. Was jetzt aber kommt, ist ein anderes Thema. Sie haben es vielleicht schon gehört in den letzten Tagen. Es gibt zwei neue Filme rund um Sebastian Kurz. Einerseits das Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein und dann Kurz der Film. Ein zweiter Film von Michael Reinisch, der fast taggleich im Kino jetzt startet, auch groß beworben wird, der ein oder andere zumindest hochhaustechnisch sogar. Man hat den Eindruck, da wird eine Art Rückkehr vorbereitet. Kann das sein? Glauben Sie, denkt der Sebastian Kurz in Wirklichkeit im Innersten seines Herzens zurückzukommen? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass er anders denkt. Ich meine, er ist ein junger Mensch, der ja vorher nicht viel was gemacht hat außer Politik. Für den gibt es eigentlich nur Politik und er war ganz oben und du hast mit Sicherheit auch Entzugserscheinungen, wenn du dann so einen tiefen Fall hast. Allerdings, so wie er sich die Macht unter Anführungszeichen erschlichen hat, wie er gegen seinen eigenen Parteikollegen Mitterlehner damals vorgegangen ist, egal ob er jetzt verurteilt wird oder nicht, aber als Politiker hat er sich komplett diskreditiert aus meiner Sicht. Mhm. Also eine politische Rückkehr halte ich für unmoralisch. Ja. Bumm. Wir haben jetzt kurz im Ausschnitt schon gesehen, spielen in diesen Filmen ja auch viele Promis mit. Manche sagen, sie wurden da unter Vorspielung falscher Tatsachen vor die Kamera geholt. Das ist
ich weiß gar nicht, wie da auch gefragt wurde, ich habe aber so vielen Dokus irgendwelche Wortspenden abgegeben in den letzten Jahren. Könnte sein, dass, aber ich glaube nicht. Mhm. Aber abgesehen davon, Schanz, ich finde wenig uninteressanter als die Biografie des Sebastian Kurz. Das ist ja ein Fehler, den so junge Politiker auch hergehabt hat, dass sie eben keine Biografie haben. Der hat keinen Beruf, der hat noch nichts erlebt, der hat keine Familie, der hat keine Kinder, keine Lebenserfahrung. Ich finde das herzlich uninteressant. Spannend ist, und da verstehe ich schon, dass man eine Doku macht, die politische Biografie des Sebastian Kurz. Ne? Erstens, wie das gegangen ist, das Projekt Ballhausplatz, wie die hingekommen sind. Das ist schon von einem hohen Maße an Machiavellismus geprägt gewesen, wie das gegangen ist, wie die Burschen das gemacht haben, die Buberl-Partie des Sebastian Kurz. Der Langbein-Film ist mit Sicherheit spannend und interessant. Wahrscheinlich. Ja. Das ist interessant. Und eins ist ja, der andere Film, ich habe keine Ahnung, was das ist, Sex and Crime oder was, ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall, das ist natürlich, kann auch sein, es ist natürlich schon so, dass für viele, also gerade in der Bundesrepublik Deutschland habe ich das gesehen, dass für viele das faszinierend war. So ein junger Mann, ein fescher Bursch mit großen Ohren, der jetzt da auf einmal Bundeskanzler wird, ja, und so weiter. Das, ja, war natürlich schon, da haben ja viele, gerade im konservativen Bereich, im CDU-Bereich und so in Deutschland gesagt, ja, das braucht das man. Das hätten wir auch gerne. Das war schon. Ja, ja, ja. Na, Gott sei Dank, also das kann doch im Nachhall auch spannend sein. Aber ich glaube auch, die Never Come Back, ne, es wiederholt sich in der Geschichte nichts in dem Maße. Na gut, Jörg Haider hat es ja dann auch ein zweites Mal in Kärnten wieder geschafft. Da war ja auch einiges zerbrochen beim ersten Mal und dann kam ein ordentlicher Kickback sozusagen. Ja, also ich glaube auch, dass das nicht wirklich vergleichbar ist. Gell? Gut, also es wird ihn nicht noch einmal geben. Nein, schau, der Haider war eine katilinarische Persönlichkeit. Ne? Der war auch spannend, der Kurz ist nicht spannend. Kurz ist nicht spannend. Muss ich mal aufschreiben. Kurz ist nicht spannend. Also der Film, der zweite Film, wurde mit, ja, Sicherheit dafür gemacht, also abzulenken, also von dieser Langbein-Dokumentation. Ja. Ja. Also das ist mit freiem Auge, glaube ich, von Michael Reinisch, ja, jetzt, das sagt der Langbaul ja selber, der Film ist quasi gegen seinen programmiert worden, damit seiner ein bisschen untergeht dabei. Ja, vielleicht ist es jetzt, dass so viel darüber geredet wird, vielleicht machen wir auch das Werbegeschäft für beide Filme, weil es ist in jeder Zeitung besprochen worden, überall wurde das besprochen. Diese Filme, also eine billigere Werbe-Coverage kannst du eigentlich nicht haben für ein Projekt. Okay. Aber ja, eines höre ich was schon. Was ist mit dem Eva Klawischnik-Film? Wann kommt der? So. Hallo? Ja, auch die Nummer 1 dabei. Wer spielt Kickl? Ja, wer macht Flaschen drin? Aber das darf ich mir selber aussuchen. So, so. Okay. Nein, aber abgesehen davon, ich höre schon von der einen oder anderen Seite, dass natürlich in der ÖVP ein gewisser Frust ist, dass die Umfragewerte sich trotz Bemühens des Innenministers und der Kordl-Kanzler redet auch wie der Kickl, nur halt ein bisschen niederösterreichisch-bürgerlicher, aber es rührt sie nichts. Ne? Nein, das ist eine unglaubliche Sehnsucht nach, ja, so einer Figur. Und dass da die, ja, Überlegung da ist, hau mal ein letzter, wenn der womöglich freigesprochen wird im Oktober, ne, dann könnte man nicht ein Comeback machen und so. Das ist sicher irgendwo im Hintergrund beim einen oder anderen eine Überlegung. Realistisch halte ich das. Das glaube ich auch nicht, weil sich Parteien, also, ja, da sind dann neue Leute in Machtpositionen. Ja, ja, also das sind wir Sie uns wissen, einig. Das ist bei den Grünen auch so. Sowieso, auch, ne? Wenn du draußen bist, bist du draußen. Ja. Ja, vielleicht suchen die Grünen irgendjemand. Und der Kurz vielleicht. Die haben spannende Persönlichkeiten. Gut, wir wollen nicht weiter spekulieren. Ja, zwei Themen haben wir noch. Die Frage des Tages und den Schrecken der Woche. Was könnte der Schrecken der Woche sein? Denken Sie an die letzten Tage zurück. Das ist schon sehr spooky. Jemand hat sich überlegt, kann ich das überhaupt reinnehmen, dieses Video? Aber ja, wir haben ein ungefähr 1,5-minütiges Video gleich für Sie vorbereitet, wo Sie den Schrecken, den ein Krieg auch bringen kann, sich so wirklich vergegenwärtigen. Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.